Hallo, ihr wundervollen Krebse. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine Lieben, wir starten in dieser Legung in die Zeitfrequenz bis Mitte des Monats. Ich weiß, ich bin ein bisschen verspätet, aber das ist nicht so schlimm, weil ich hatte ein bisschen viel zu tun und deswegen sind die ganzen Sternzeichen, die jetzt noch kommen, etwas verzögert. Aber das ist ja nicht schlimm, ich weiß, ihr habt dafür Verständnis. Meine Lieben, wir starten bei euch in eurer Legung auch hier mit den Seelen-Sterne-Orakelkarten. Da gucken wir uns das Thema an, um was es geht. Dann gehen wir weiter mit den Weisheitskarten. Wir haben Engelbotschaften, Seelenorakel, wir haben die Engelgruppe Seraphim mit am Start. Wir schauen mit dem Hexentarot, um was es bei euch geht. Geklärt wird mit den Lennys. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Karte vom Taschenhexenorakel. Meine Lieben, und ich denke, wir sind dann relativ gut vorbereitet oder ihr wisst dann, was auf euch zukommt. Wenn du sagst, nein, also diese Legung, diese Botschaften treffen nicht auf mein Sternzeichen zu, dann schaust du mal bitte, was du als Mond, Venus, Aszendentzeichen hast. Da schaust du dann und kannst dir eventuell, wenn du das gerne möchtest, dir die ein oder andere Botschaft auch nochmal abholen. Wenn du sagst, nee, das ist mir aber alles zu viel oder nee, da ist nichts bei gewesen, dann kannst du dir sehr, sehr gerne eine persönliche Legung bei mir buchen. Die Informationen, lieber Krebs, findest du unten in der Infobox, ja? So, und wir starten von Anfang bis Mitte Oktober. Um was geht es hier? Das ist das erste Haus. Es geht um deine Persönlichkeit, um dein Sein, das Ich. Zeig dich authentisch. Also hier geht es auch darum, dass du dich wirklich so zeigst, wie du bist. Ja? Und ich glaube, da werden einige sehr viele Parallelen haben, auch bezüglich andere Sternzeichen, wo ich schon weiß, dass du dein Mond-Venus-Aszendenzzeichen im Krebs haben wirst. Ich denke, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Und dass da noch das ein oder andere an Korrektur vorliegt, beziehungsweise, dass du hier genauer hinschauen darfst. Wo bist du für dich nicht authentisch, weil du das Mindset hast, oh Mensch, wenn ich so bin oder wenn ich das und das mache, dann könnte das sein, dass ich nicht gemocht werde. Das ist so eine Möglichkeit, dass, oder so eine mögliche Art und Weise, was sich Menschen nicht trauen, was ich sehr, sehr schade finde, weil oftmals ist es ja so, dass genau dieser Mensch, der so denkt, super tolle Qualitäten hat und sich aber selber nicht zutraut, sich so zu zeigen. Aber genau in dem Moment braucht jemand genau diese Qualität von Unterstützung und Hilfe, die du mitbringst, wenn du authentisch wärst. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das ist genau das, was hier nochmal angezeigt ist, die nächsten 14 Tage. So, dann lasst uns mal weiterschauen. Oh, zwei Karten. Da gucken wir mal, das wird ja spannend. Was haben wir denn hier? Genau, wichtig ist, dass du im Hier und Jetzt bist, ja? Und dass du mit dem Mitschöpfertum einen Teil dazu beiträgst, dass du zum Beispiel, wenn dir jemand helfen möchte, mehr in deine Authentizität zu kommen, dass du auch bereit dafür bist, das zu tun. Also authentisch zu wirken und auch ganz wichtig, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ja, das, was vergangen ist, ist vergangen. Das wirst du auch dahingehend nicht mehr korrigieren können. Ja, das ist halt gewesen. Das, was kommt, das weißt du nicht, weil du stellst die Weichen für das, was kommt, im Hier und Jetzt. Also was bringt dir das, wenn du sagst, ach, ich hätte vielleicht oder ach, das wäre doch schön, wenn. Nein, die Korrektur letztendlich, zumindest was das in Zukunft betrifft oder das Zukünftige betrifft, kannst du stellen im Hier und Jetzt. Aus dem Vergangenen kannst du lernen. Und da ist es ganz wichtig, dass du sagst, okay, ich lerne zum Beispiel aus meinen Fehlern, ich vergebe und verzeihe mir, dass ich da so und so gehandelt habe, ich wusste es nicht besser. Das sind Lernerfahrungen. Ja, das ist nichts Schlimmes. Alles okay. Ja, aber wichtig ist, dass du dich bereitstellst oder dich dafür bereit machst, dass du die Dinge angehst, dass du die Dinge, die dir nicht gefallen, veränderst. Okay? So. Was haben wir hier von den Engeln? Du bist auf deinem Weg geführt. Das ist schon mal eine wichtige Botschaft für euch. Und was haben wir hier? Goldenes Licht. Erwache im Licht der Engel. Ja,
Okay, das ist eine schöne Botschaft. Also wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist so ein Spruch, der ist, den kannst du so oft in deinem Mindset mit anwenden, wenn du wirklich denkst, wie soll ich authentisch sein? Ich weiß nicht, ich möchte vielleicht auch gar nicht so strahlen. Ja, ich bin ein sensibler Krebs und ich weiß nicht, ob ich das alles so kann oder ob mir das alles so gefällt. Lass es auf dich zukommen. So, eine Seelenbotschaft für die Krebse. Was haben wir hier noch? Okay, jetzt kommt langsam Klärung ins Feld. Ein schwieriger Weg zeigt sich. Bitte um Hilfe und lerne, dass wir alle verbunden sind. Also erstmal, ein schwieriger Weg könnte bedeuten, dieses authentisch sein, dass das für dich schwierig ist. Ja? Wir sind alle nicht perfekt. Also wenn du denkst, oh Mann, der ist so und die ist so, und dann lass diese Art und Weise, weil du bist wundervoll, so wie du bist. Du bist ein wichtiger Teil des großen Ganzen. Du musst nicht sein wie Hans Franz oder wie Hilde Martha Talala. Ne? Nein, sei wie Krebs, sei wie du selbst. Und das ist wichtig. Und das ist der Weg, der für dich hier vielleicht ein Stück weit sich schwierig darstellt. Du bist wundervoll, so wie du bist. Ja? So, und bitte um Hilfe kann auch eine mögliche Situation für dich darstellen, dass du sagst, ich habe immer alles alleine gemacht und ich brauche keine Hilfe. Doch, vielleicht brauchst du hier genau Hilfe und vielleicht darfst du auch die Hilfe und die Unterstützung bekommen im Lernen, dass du weißt, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, hier mit den Engeln, mit den Ahnen. Wir sind nicht voneinander getrennt. Wir sind alle all eins. So, lieber Krebs, was sagen denn die Seraphim-Engel dazu? Was haben wir hier für den Krebs noch für eine Botschaft, bitte? Das Paradies. Oh, jetzt wird's interessant. Sieh kurz in die Vergangenheit und löse alte Verhaftungen auf. Erst dann wird dein Weg dich ins Paradies führen. Wir helfen dir dabei. So, und da sind wir genau bei dem Thema im Hier und Jetzt. Hier ist es wichtig, lieber Krebs, dass du sagst, okay, das, was passiert ist, das ist passiert, das kann ich nicht mehr ändern. Ich kann aber aus den Fehlern, kann ich lernen und ich kann auch mit der Vergangenheit abschließen, wenn ich das möchte. Und dann wird der Weg ins Paradies, in die Zukunft, wird dann frei, weil du dich dann im Hier und Jetzt befindest. Okay, also, was haben wir denn hier? Ja, du machst dich hier auf den Weg, ne? Du gehst neue Wege, das sehe ich hier ganz klar. Page der Stäbe ist eine Energie, wo ich sehe, dass du dich auf den Weg machst, auf den Weg zu einem neuen Ziel. Du brennst für etwas, du hast klare Vorstellungen, du möchtest gerne etwas Neues oder du möchtest gerne etwas anders. Und dafür brennst du. Da fängst du neu an, weil Page ist immer jemand, der neue Erfahrungen macht, neue Wege geht, sich neu ausprobiert. Ne? Guck mal. Und dann haben wir das Ass der Münzen. Und das Ass der Münzen ist ein Neuanfang. Zum Beispiel im Beruflichen. Vielleicht arbeitest du hier an einer neuen beruflichen Aufgabe oder an einer Selbstständigkeit oder aber du möchtest ein neues Fundament. Ja, da sehe ich auch einen Hausbau drin oder einen Wohnungskauf. Je nachdem, das sind alles Möglichkeiten, wo du dich neu entwickeln kannst. Es ist etwas, was du so in deinem Feld noch nicht hattest, wo du dich neu ausprobierst, dich neu kreativ entfaltest oder neue Erfahrungen machen möchtest. Und das Ass der Münzen ist auch eine gute Chance, zum Beispiel in Verhandlungen zu gehen mit deinem Arbeitgeber, wenn es um mehr Gehalt geht. Wenn du die Quali hast und dein Arbeitgeber sagt, nee, ich kann aber nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du das oder du suchst dir einen neuen Job. Oder aber du machst dich selbstständig. Ja, das sehe ich hier auch. Ich sehe hier aber auch, wenn es um Beziehungen geht, um einen Neuanfang in einer Beziehung mit Fundament, wo man neue Wege gehen wird. Ja, dieser Weg an sich wird für dich vielleicht schwer sein, weil zum Beispiel, wenn es darum geht, um berufliche Geschichten, brauchst du erstmal Mut vielleicht, um zu sagen, hey Chef, ich brauche mehr Geld. Ja, so, und da braucht man ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Da kommt es drauf an, wie die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sich darstellt. So, und wenn du natürlich weißt, wir haben hier einen riesen Umsatz gemacht
und wir haben ja ein super Plus und da ist es locker drin, dass du mehr Gehalt bekommst, dann könnte dieser Weg dorthin schwer werden, weil du dich entsprechend zeigen darfst, ja? So, guck mal, wir haben die Teamfähigkeit. Ich sehe hier ganz stark, dass du ein Teamplayer bist und dass du entweder Unterstützung von dritten Personen bekommen könntest oder dass du aber hier auch eine Abteilung, ein Unternehmen längst leitest, führst oder du selber dir etwas erschaffst, wo du dir Mitarbeiter aufbaust. Also ich sehe schon, lieber Krebs, dass du ein Führungsmensch bist. Vielleicht möchtest du auch einen Gewerbeschein beantragen. So, und dann habe ich die neun der Münzen. Und die neun der Münzen ist entweder die Single-Karte, dass du das ganze Ding hier alleine wuppst, oder aber, dass du einen gewissen Wert repräsentierst, du eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Qualität, eine gewisse Größe dir vorstellst, ja. Und darüber machst du dir aktuell noch ganz schön Gedanken, schlaflose Nächte, ja, neun der Schwerter ist, du hast Kopfjogging, aber du hast deine klaren Werte und du versuchst, deine Werte, die du hast hier, versuchst du umzusetzen, ja. Und da ist es wichtig, dass du authentisch bist, dass du auch nach außen hin dementsprechend dich repräsentierst. Das heißt, es könnte sein, dass du eventuell nochmal auf die Schulbank gehst und wie gehe ich mit Kunden um? Was mache ich in den Situationen? Was brauche ich an Versicherung? Wie sieht es mit der Steuer aus? Brauche ich da einen Steuerberater oder kriege ich das alleine hin? Das sind so diese Dinge, die mir hier gerade alle bei dir reinkommen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass der Weg nicht leicht sein wird, aber das ist eine Frage der Einstellung. Wenn ich sage, oh Gott, der Weg wird nicht leicht, oh Gott, der Weg wird nicht leicht, dann wird der Weg nicht leicht. Lerne aus der Vergangenheit, ja, und sage dir, der Weg wird leicht, ich bin authentisch, ich tue alles, was ich kann, ich bleibe im Hier und Jetzt und dann werde ich meine Wege gehen. So, mit Unterstützung von den Engeln, dem Universum, dem Schöpfer, von Mitmenschen, die dir einfach wohlgesonnen sind, okay? So, und hier steht schon der Neuanfang. Also Transformation, ja? Transformation, also der Sarg, etwas Altes wird beendet. Du bleibst nicht mehr klein, du wirst jetzt wachsen, indem du neue Wege gehst. Ja, du transformierst in eine Richtung, die deine Wunscherfüllung darstellt. Du wirst ein Stück weit was Neues dazu lernen, ganz klar. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Das kann eine Schulung sein. Das kann eine Unterredung sein mit einem Steuerberater. Ne? So, und du wirst auch mit dem Ast der Münzen neue Wege gehen. Du wirst über die Brücke gehen. Du wirst vorangehen. Also ich habe hier einen Krebs, der sehr erfolgreich sein könnte oder sich auf den Weg macht, erfolgreich zu werden. Auch die Mitarbeiter, die du hier in deinem Pool hast, die sind dir sehr wohlgesonnen. Es tut dir auch gut, Menschen zu lenken, zu leiten. Das ist deine Qualität, lieber Krebs, die du hast. Wenn du sagst, nee, das kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen, kann es entweder nicht deine Legung sein oder aber du bist nicht authentisch. Du traust dir das dann nicht zu. Ich sehe das anders. Ja, also ich sehe hier jemanden, der busy ist, der mehr aus seinem Leben machen möchte, der mit kleinen Schritten sich das Wissen aneignet, der über die Brücke geht, diesen Neuanfang startet, durch zum Beispiel das Beantragen eines Gewerbescheins, der zum Beispiel Bewerbung checkt, ja, wer hat sich beworben, wer möchte in meinem Unternehmen mit dabei sein und, und. Also ich sehe hier einen sehr erfolgreichen Krebs. Punkt. Das kann ich euch schon mal sagen. Also in den nächsten 14 Tagen kommt da so einiges zum Tragen. So, eine kleine Warnkarte hier. Wenn du es mit vielen Menschen zu tun hast, lieber Krebs, dann bitte ich dich, höre bitte auf deine Intuition, auf deinen Wert, denn du bist hier sehr erfolgreich unterwegs, was zur Folge haben kann, dass sehr viele Menschen dir dazwischen reden oder dir irgendwas erzählen wollen. Bleibe bei deinen eigentlichen Werten, ja, bleibe bei dir selbst im Hier und Jetzt. Ihr wisst, Neid muss man sich erarbeiten. Neid bekommt man nicht geschenkt. Ja, und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. So, dann haben wir hier als Outcome-Karte die Routen. Das bedeutet, wir haben Konflikte. Umso mehr du nachdenkst, umso mehr Kopfschmerzen bekommst du. Wenn du Konflikte hast, überlege dir, woher kommen die Konflikte. Sind die Konflikte von Menschen, die dir dein Glück nicht gönnen?
die sich diesen Weg nicht trauen zu gehen, weil du dir selber zutraust, diesen Weg zu gehen, weil du aus der Vergangenheit lernst und das neue, authentische Sein umsetzen möchtest in deinem Handeln und Tun, weil du mutig bist? Hinterfrag das mal bitte. Wenn Menschen dir das nicht gönnen, dein Erfolg, dein Weg, dann sind es nicht Menschen, die mit dir sein sollten. Ja? Jemand, der dir dein Glück gönnt, der ehrlich ist, der dich unterstützt und hilft, das ist diese Frequenz, wo du drauf achten solltest. Ja, der mit dir ist, mit Schöpfertum, ne? Geben und nehmen. Ja, du tust etwas und dann kommen hier die Bewerber, dann kommt das Team, was dich hier lichtvoll unterstützt. Alles andere sortierst du aus, weil das endet im Konflikt. Okay? Wenn du möchtest, musst du natürlich nicht. Ne? So, die Information, ich finde ja die Karte so niedlich, guckt mal, das hier ist so ein kleiner Igel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so scharf kriege hier für euch. Jetzt, genau, seht ihr das? Der Igel, der auf dem Blatt liegt. Niedlich, oder? So, also, kein Grund zur Sorge. Chill. Du schaffst das. Krebs, du schaffst alles, was du möchtest. Ich weiß das, ich glaube an dich. Ich kenne einige Krebse und die können wirklich, die setzen meistens auch den I-Punkt vor dem I-Strich. Also ihr seid richtig gut unterwegs. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich ein Fan von Krebsen bin an sich, aber ich bin Aszendent-Krebs und ich weiß genau, dass egal ob Aszendent, Mond, Venus, Sonne, egal was, Krebse können sehr erfolgreich sein. Die können sehr zielorientiert oder lösungsorientiert handeln. Ja, und deswegen glaube ich an euch. Ich weiß, dass ihr das schafft. Ja. Wenn ihr hier trotzdem eine Blockade verspürt, meine lieben Krebs, und ihr sagt, oh, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe trotzdem irgendwie Schwierigkeiten oder ich sehe den Wald vor Bäumen nicht oder whatever, dann könnt ihr euch trotzdem gerne bei mir melden, meine Lieben. Ja, ich bin gerne da, ich helfe euch, dafür bin ich da. Und die Informationen, wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr in der Infobox, meine Lieben, Doppelklick auf den Titel. Und dann werden wir mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, wie wir euer Business hier voranbringen und was ganz wichtig für euch ist. Ja, und wie gesagt, ich mache verschiedene Arten von Legungen, Heilarbeiten. Also wie gesagt, ihr habt ein Riesenrepertoire, was ich euch gerne zur Verfügung stelle. Und meldet euch, damit wir hier die Dinge wirklich ins Laufen bekommen. Meine Lieben, danke, dass ihr da wart. Danke für die Abos, Likes und Kommentare. Danke für eure Unterstützung. Und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns ja nochmal. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.